Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Heute geht's um den Lox. Das fantastischste Wesen, was ich in dem Spiel hier bisher finden konnte, von allen, die mir bereits begegnet sind. Sowas kann man zähmen, oder man kann die wilde Variante davon jagen und töten, um das Fleisch zu bekommen, was ziemlich strong ist. Wir werden über beides sprechen. Einmal über das Zähmen von einem Lox und einmal über das Töten von einem wilden Lox. Und beides werden wir meistern am Ende des Videos. Wenn wir vom Lox töten sprechen, dann haben wir natürlich gleichzeitig eine Fleisch- und eine Lederfarm. Und das ist unter anderem praktisch, weil wir Dinge wie den Lox-Umhang haben, den ich jetzt gerade anhabe, der euch Resistenz gegenüber Eis gibt. Und es könnte tatsächlich, vor allem mit den Methoden, deutlich einfacher sein, einen Lox-Umhang zu bekommen mit der Resistenz gegen Eis, anstatt einen Wolfs-Umhang mit der Resistenz gegen Eis. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Außerdem haben wir hier noch Rezepte, die wir freischalten mit dem Fleisch vom Lox. Und das ist die Lox-Fleischpastete. Dazu brauchen wir Moltebeeren, Lox-Fleisch und Gerstenmehl. Und diese Kleinigkeit zu essen hält 2400 Sekunden, also 40 Minuten. Heilt 4 HP pro Tick, gibt euch 80 Ausdauer, 80 HP dazu. Wirklich richtiges OP-Essen. Und das Lox-Fleisch an sich, ohne dieses Rezept, ist auch schon besonders gut. Hält 2000 Sekunden, gibt euch 40 Ausdauer und 70 Gesundheit dazu. Wiegt allerdings mehr. Aber es ist wirklich, also Lox-Fleisch, ob jetzt gekocht oder verarbeitet zu Fleischpastete, ist einfach richtig, richtig gut. Wenn wir rübergehen in unsere kleine Plains Farm Base, dann werdet ihr auch schon einige gezähmte Lox sehen. Und zwar sind das die, die aus den Videoausschnitten von vorher stammen. Ich habe nämlich so ziemlich alle Lox, die um die Umgebung hier waren, gezähmt. Also... Wait. Ah, okay, da vorne ist noch einer. Die sind besonders schwer aktuell zu bewegen, muss ich sagen. Und es bringt ehrlich gesagt noch nichts, diese zu füttern, weil die noch keine stark eingeführten Mechanics haben. Ihr könnt sie nur streicheln, wenn sie gezähmt sind. Jetzt aktuell. Dann steht der Lox liebt dich und verliert ein paar lila Herzchen, die aufsteigen. Im Normalfall, bei den ganzen anderen Tieren, die man zähmen kann, ist es so, wenn man denen was zu essen hinwirft und die sind, das sind halt mindestens 2 Stück nicht hungrig, sie treffen sich, dann werden sie reproduzieren. Das heißt, wir hätten dann in diesem Fall einen Baby-Lox. Das ist allerdings noch nicht implementiert. Und ich glaube sowieso, dass sie mit dem Lox noch viel mehr vorhaben. Deshalb würde ich euch empfehlen, jetzt bereits schon mal ein, zwei zu tamen. Ich denke nämlich, dass der Lox ein verdammtes Nutztier werden kann. Nicht nur dadurch, dass wir vielleicht auf ihm reiten können, sondern eher, dass wir ihn so nur als Richtung Packesel benutzen können, mit einer etwas größeren Karre. Guck mal hier. Schaut euch das an. Das ist ja schon im Game drin, bei dem Trailer vom Game selbst. Also, deshalb habe ich die Vermutung, dass mit dem Lox noch einiges passieren wird. Ihr solltet euch auf jeden Fall einzählen. Okay, fangen wir mal an mit Lox zählen. Also, ganz am Anfang, unsere erste Begegnung im Plains-Gebiet mit den Lox war, hey, die sind ja absolut friedlich. Ja, das hier ist auch schon einer, den ich gezähmt habe. Ich habe nur nicht alle... da sind wir apropos friedlich. Die da sind nicht friedlich, deshalb solltet ihr nicht im Early Game in die Ebene bzw. ins Plains-Gebiet gehen. Zack, das ist meine Taktik, die Moskitos zu töten. Jump, hit, möglichst im richtigen Timing. Also, ja, es sind keine kleinen pieksigen Moskitos, das sind, sie heißen Todeskito auf Deutsch, also Deathskitos. Da seht ihr den Namen. Und die halten nichts aus. Das war übrigens ein Steinpfeil, ach, ein Holzpfeil. Die halten überhaupt nichts aus, aber die machen Damage. Und Moskitos sind nicht das Einzige, was hier gefährlich ist, sondern auch noch Goblins und Goblin-Dörfer. Also, Plains bzw. Ebene als Biom ist hart. Wir waren das erste Mal hier mit Troll-Armor und das wollt ihr nicht machen. Ja, es ist ziemlich schwierig gegen einen einzelnen, gegen irgendwas einzeln zu kämpfen hier mit Troll-Rüstung. Ich habe auch noch ein paar nette Videoclips, vielleicht kann ich irgendwann mal nach ein paar Guides sowas zusammenstellen. Zack. Eigentlich dann doch ganz simpel, wenn man das Timing raus hat, wie man die Moskitos tötet. Dann geht's auch mit dem Holzknüppel, aber man darf sich halt kein einziges Mal stechen lassen. Also, das hier sind zum Beispiel Sachen, die braucht ihr, um den Lox zu zähmen. Und zwar zu 100%. Ihr braucht diese Moltebeeren. Wer auf Englisch spielt, die Teile heißen Cloudberries. Und die sind überall im Plains-Biom in ziemlich großen
ich sag mal, Sträuchern hier zu finden. Also diese kleinen Pflanzen, allerdings viele davon auf einmal. Ist jetzt gerade nur etwas schwierig zu erkennen, weil es bei mir nebelig ist. Und ich bin auch übrigens die ganze Zeit auf dem Weg zu einem... Oh, guck mal, hier sind direkt wieder welche. Zu dem Loks, den wir ganz am Anfang mit Trollrüstung, wo wir uns hier durchgestorben haben, angefangen hatten zu zähmen. Wir haben nämlich einfach alles durchprobiert, was man so machen kann. Und dann rausgefunden, hey, yo, man kann den ja mit den Cloudberries zähmen. Okay, wenn ihr dann genug von den Cloudberries eingesammelt habt, dann solltet ihr euch, ach, guck mal hier, noch mehr einstecken, weil man kann nie genug haben. Und yo, das sind die zwei Loks, die ich ganz am Anfang, Tag 40 auf dem Server, gefunden habe, zusammen mit U14. Und wir hatten schon angefangen, die zu zähmen. Allerdings haben wir es nie wieder lebendig nach hier geschafft. Deshalb bin ich mal gespannt, ob über 150 Ingame-Tage vergangen sind und der Loks immer noch seinen Taming-Status behalten hat. Und gleichzeitig kann ich euch auch zeigen, wie man sich dann safe nähert. Also ihr könnt entweder einen Loks einbauen, das ist auf jeden Fall eine Methode. Ihr könntet den einzäunen, aber wenn der jetzt noch gezähmt ist, dann ist es der Beweis, dass sie nicht despawnen. Und ich bin mir 100% sicher, dass sie nicht despawnen. Ich will es nur on video haben, damit ich ja drauf zeigen kann mit dem Finger. Und ich sneak mich. Ah, ihr seht, er ist hellhörig. Dann könnte es sein, dass sie verängstigt werden, wenn man zu nah reingeht. Oder wenn er zu nah reinkommt. Welcher von den beiden ist der, den ich angefangen hatte zu zähmen? Bist du es? Ja, 17%. Zahmheit 17%. Okay. Das heißt, sie despawnen nicht. Das heißt, ihr müsst sie nicht einzäunen. Ich hatte auch eine Methode, dass ich sie eingebaut habe in den Boden, bis ich realisiert habe, dass sie einem nicht folgen können. Und ich musste ihn mit Essen rauslocken. Also wie zähmen wir jetzt so ein Loks? Eigentlich ist das wirklich super, super simpel. Es ist nur wichtig, dass alles drumherum stimmt. Aber geht's hin, nehmen wir Cloudberries. 13 Stück. Und weißt du was, da ist ja noch ein zweiter. Machen wir nochmal 13. Und nochmal 12. Und du drückst auch 12. Und dann seht ihr, gelbe Herzen gehen hoch. Das heißt nämlich, dass sie jetzt gerade was gegessen haben und sich euch fügen. Dadurch zähmt ihr einen Loks. Und wenn wir jetzt in-game ein paar Tage vorspulen würden, was ich natürlich jetzt nicht so unbedingt empfehle hier, dass ich hier jetzt so lange stehen bleibe und einen Timelapse mache, dann sind sie gezähmt. Wir können gleich mal gucken. Das dauert auf jeden Fall Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Cloudberries sie essen. Ich meine, die meisten, die ich gezähmt habe bisher... Oh, oh. Ja, deswegen solltet ihr euch fernhalten, wenn sie das gelbe Zeichen da haben. Der wird dann aggressiv. Kein Problem. Wirklich kein Problem. Es dauert ein paar Sekunden, dann beruhigt er sich wieder. Loks, das sind super friedliche, ausgeglichene Tierchen. Die haben halt nur schnell Angst. Aber auch nicht so schnell Angst, weil du musst quasi unter denen sein. Na, alles easy. Guck, schon wieder beruhigt. So, jetzt könnte ich nochmal nachgucken, ob das der ist, den ich am Tamen war. Beziehungsweise mittlerweile sind es ja beide. 20%. Ja, perfekt. So viel zum Thema Loks zähmen. Also wirklich, ihr müsst euch nicht die Mühe machen, sie einzubauen. Alles, was hier in der Ebene spawnt, also die Moskitos und die Goblins, das ist keine Gefahr für einen Loks. Ein Loks kämpft nicht gegen diese Kreaturen. Ihr solltet allerdings einen Loks einbauen, wenn ihr eigentlich relativ nah an einem Schneebiom seid oder wenn ihr sehr nah an einem Black Forest seid, wobei der Black Forest eher weniger genug Gefahr ist. Weil ein Loks legt sich mit allen Kreaturen an, die nicht aus dem Ebenenbiom kommen. Das heißt, wenn Dwarfs aus dem Black Forest kommen oder wenn Wölfe aus dem Schneebiom kommen, ein Loks kämpft dagegen. Allerdings alles, was aus diesem Biom hier ist, Loks lässt die Finger weg. Ah ja, okay, hier spawnen wirklich Sachen. Da sind gerade Goblins gespawnt. Sind die Leute so friendly? Nee, kann ja eigentlich gar nicht sein. Hier habe ich nie im Leben Loks getamed. Nein! Habe ich nicht getamed, okay. Ja, das ist übrigens, wenn ihr euch schnell am Gesicht nähert. Also wenn ihr gucken wollt, wie weit ihr ihn getamed habt, dann solltet ihr auf jeden Fall am Popo rankriechen. Das ist auf jeden Fall sicherer. Ich kann es echt nicht warten, dir die Keule in die Schnauze zu hauen, ne? Komm mal her, du. Komm, komm, komm. Bam! okay. Ja. Loks töten. Machen wir eine einfache Sache draus.
Das ist alles, was ihr braucht, wenn ihr sagt, hier sind auf jeden Fall mehrere Loks und hier sind ziemlich viele, die ich gerne farmen würde. Guck mal, ich meine jetzt hier noch eine kleine Werkbank hin. Wenn das hier dann funktioniert. Jo, es funktioniert. Sehr nice. Und dann könnte ich mir hier noch einmal so eine Treppe machen. Und keine Sorge, der Lok sollte dort nicht hoch. Der Lok hat nämlich auch Probleme, eine zweibreite Treppe hochzulaufen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal... lasst euch jetzt nicht vom Damage ärgern. Ich habe Holzpfeile, aber mit dem Draugereiszahnbogen. Und zusätzlich habe ich Bögen... Oh, auf 64 mittlerweile. Das heißt, es erhöht meinen Schaden enorm. Plus ich mache Giftschaden. Aber... Er rennt weg. Ey! Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Lox, komm mit. Komm mit, komm mit. So könnt ihr das auf jeden Fall mit einem leichteren Bogen machen. Also mit einem billigeren Bogen. Es gibt ja noch drei andere Bögen. Der Kleine hier scheint Probleme zu haben. Stampfer. So, jetzt machst du nämlich das hier kaputt. Komm mal her. Komm, ey, ey. Ja. Du Arsch. Soll das? Ich dachte, wir sind Freunde. Jetzt komm mit. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also immer wenn sie einen Stampfer machen, solltet ihr springen. Und Moment, ich warte nochmal einen kleinen Stampfer ab. Hopp. Also genau, mit der Spitzhacke macht ihr Angriffe nach unten. Ihr könntet ihr mit der Spitzhacke töten. Aber das ist echt un... Also das ist echt so ein schönes Tier. Das wollen wir doch nicht so ausnocken. Komm mal mit. Komm, Docs. Ja, komm mit, komm mit. So, einmal zeigen hier, dass man auf der Insel sicher ist. Und von hier aus könntet ihr den Loks einfach mit dem Pfeil und Bogen, mit Holzpfeilen ganz billig zu Tode schießen. Ihr könntet euch quasi noch eine Kiste hier draufstellen. Und Holzpfeile in die Kiste reinmachen. Und wenn er euch zu weit wegrennt was weiß ich, weil die Bogenfähigkeit noch nicht so hoch gelevelt ist, dann könnt ihr natürlich wieder hinlaufen. Ich will allerdings mal die Treppe abreißen, wegen den Goblins da. Nämlich gerade kein Fernkämpfer dabei. Und dann könnte man von hier aus total simpel weiter drauf schießen. Wenn man allerdings keinen Bock hat, so viel zu buddeln, gibt es noch eine andere Methode. Dafür müsst ihr allerdings Steine mitnehmen. Und zwar ist die Methode, ihr nehmt eine Hoe mit. Also eine, wie heißt es gleich noch? Hacke? Ja, eine Hacke. Das hat jetzt nichts mit eurem Zustand zu tun. So. Dann platziert ihr eine Werkbank. Irgendwo, wo es geht. Ja, da geht's, alles klar. Werkbank. Und ihr erhöht den Boden. Stellt euch drauf. Und solltet allerdings trotzdem, je nachdem wie hoch ihr seid, immer springen, wenn sie den Stampfer machen. Soll ich jetzt mal mutig sein? Ja, komm, ich bin jetzt mal mutig. Ja, und deswegen solltet ihr immer springen, wenn sie den Stampfer machen. Wenn ihr diese Methode macht. Das ist allerdings viel einfacher, finde ich. Und kann überall aufgebaut werden. Ohne dass ihr einen großen Graben machen müsst. Jetzt sehen wir, was so ein Loks droppt. Habe ich hier noch Platz im Inventar? Ja. Machen wir noch die anderen Loks. Ah. Okay, das geht auch. Ich brauche die Werkbank nicht zum Hochspringen. Zack. So, jetzt haben wir drei Loks gekillt. Guck mal hier, einer droppt uns. Der erste hat uns gedroppt. 5 Fleisch und 2 Fell. Ja gut, hier ist jetzt blöd zu sagen, weil das so bergab ging. Aber 14 Fleisch und 6 Loks Leder. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Zusätzlich geben die Goblins noch was Nettes. Und ja, wie gesagt, zwei Methoden, sie zu töten. Super, super einfach und sehr günstig. Einmal quasi euch eine Safe-Insel machen. Ich habe sogar noch einen Baum da drauf. Oder ihr macht euch einen kleinen Safe-Berg. Also entspannter geht nicht. Entspannter geht nicht. So, einmal zum Zeigen. Ich habe hier anfangs in diesem Loch die Lokse getamed und dann mit einer Treppe nach draußen geholt. Deshalb ist hier etwas viel an kaputtem Holz. Also ich habe quasi eine Treppe gebaut und sie rausgeholt hier. Und für die, die sich jetzt fragen, wie hast du das gemacht, obwohl sie dir nicht folgen? Das ist ganz einfach. Und zwar
ist das wie mit, wie in alten Cartoons, so eine kleine Futterlinie habe ich gelegt. Ich habe immer eine Maultierbeere genommen. Plopp. Hab dann gewartet, bis ein hungriger Lox relativ nah dran ist. So wie er jetzt. Na, flipp. Und dann hat er sie gegessen. Und so habe ich quasi eine ganze Linie gelegt. Machen wir das nochmal. So, hier. Okay, jetzt habe ich zwei geworfen, aber ihr kriegt auf jeden Fall die Idee in den Kopf. Zack. Und wieder eine. Und das Tor hatte ich halt so lange nicht offen, sondern gar nicht erst vorhanden. So, jetzt haben wir hier auch einen hungrigen Lox stehen. Och. Ja, komm, füttern wir den noch. Ja. Scheint hungrig zu sein. Da liegt eine Beere. An deinem Fuß. Du musst nur essen. Und so habe ich die zwei Lochse hier reinbekommen. Also wirklich eine ganz simple Sache. Es dauert nur. Und ihr müsst auch nicht in der Nähe sein, während die Hunger haben. Die laufen einfach dahin. Also legt eine ordentliche Futterlinie, hofft, dass sie nicht wegspazieren gehen und dass sie jedes Mal wieder rechtzeitig zum Futter zurückkehren.